Als kreativer Unternehmer versuche ich natürlich immer wieder neuen Trends auf der Spur zu sein, wie zum Beispiel TikTok. Okay, ist jetzt nicht mehr ganz so super neu, aber für viele von euch da draußen ist es einfach noch eine sehr neue Plattform. Es ist eine sehr junge Plattform, es ist eine sehr unterhaltende Plattform und ich versuche sie jetzt mal auszuprobieren sozusagen für euch. Ich habe ein paar Tricks und Hacks zusammen recherchiert und die möchte ich jetzt für euch testen, ob das wirklich so einfach ist, viral zu gehen, wie man sagt, auf TikTok. Also, ich bin sehr gespannt. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Gabriel Baradé. Ich bin Modedesigner. Seit über 10 Jahren habe ich mein eigenes Label. Und ich probiere immer wieder Neues aus und teste es für euch. Also stay tuned. Ich bin gespannt, ob wir diesen einen Magic Mushroom finden, der uns auf TikTok explodieren lässt. Ich bin sehr gespannt. Als erstes möchte ich sagen, ich bin kein riesen TikTok-Wow-Wow-Superstar, noch nicht. Aber ich probiere halt Neues aus. Ein Video, das bei mir sehr gut funktioniert hat, war ein Video darüber, wie man sich Zahlen gut merkt. Und an diesem Beispiel möchte ich eine Methode sozusagen erklären, die sehr oft genannt wird. Das ist jetzt, ich nenne sie die Klassiker-Methode. Und zwar folgt man natürlich immer Hashtags, die gerade sehr angesagt sind. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich was Neues. Wenn wir andere Social-Media-Kanäle uns anschauen, machen wir das dort ja auch. Ein bisschen anders, was mir vorkommt, ist, dass man nicht unglaublich viele Follower haben muss, damit ein Video sehr oft angesehen wird. Das heißt, du brauchst nicht wahnsinnig viele Millionen Follower, damit einige tausend Mal dieses Video, das du gerade produziert hast, angesehen wird. Ein gutes Beispiel ist von mir eines, wie man sich Zahlen merkt. Da hatte ich glaube, 20 Follower oder so, ganz wenige. Und das hat sehr, sehr viele Likes und bekommen und ist sehr, sehr oft angeschaut worden. Das ist wirklich super, hat super funktioniert. Also diese Klassiker-Methode, wenn wir die uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, ist Hashtags, also folge den Hashtags, die gerade angesagt werden. Diese werden dir auch in TikTok angezeigt. Die zweite Version oder die zweite Hack, auch ein sehr bekannter Hack sozusagen, ist folge Musik, die sehr angesagt wird. Da gibt es auch eine eigene Rubrik auf TikTok, wie man sich sozusagen anschauen kann, wo man sieht, welche Musik sozusagen gerade sehr angesagt ist. Und der dritte Hack, auch ein Klassiker-Hack sozusagen, ist die Zeit. In den Analytics kannst du dir anschauen, wann deine Fanbase immer online ist. Das ist natürlich auch sehr unterschiedlich von Land zu Land oder von Zeitzone, in der du lebst, etc. Also schau dir an, wenn viele Leute online sind. Und hier seht ihr ein TikTok, das ich gemacht habe. Da war gerade der Hashtag Paar Fakten über mich sehr angesagt und eben auch eine Musik, die in diesen sehr beliebten Musikeinstellungen war. Schauen wir mal, was draus geworden ist. Und das ist draus geworden. Ich habe 131 Follower und 486 Mal ist es angesehen worden und wenn man genau schaut, 18 Likes und ein Kommentar.